Jo Leute, ich stelle heute mal die Frage in den Raum, ob Tilo das neue Deutschrap-Mobbing-Opfer ist. Und zwar muss es ja im Deutschrap-Kosmos immer jemanden geben, auf den sich die anderen Rapper mit Diss-Tracks und Beleidigungen raufstürzen können. Zum Beispiel hatten wir ja schon Flair, K1, Bushido, Mero und jetzt halt Tilo. Sie fragen, Boss, was hältst du so von diesem T zum Low? Ja. Ich sag mal so, die Herkunft sagt schon alles, it's a ho. Hey und negativ von Tilo. Wiegen zusammen 10 Kilo. Tilo, ich frage mich, wer so eine Scheiße hört und blick nicht durch wie bei den Scheiben im Polizeiverhör. Ein Auslöser dafür war auch sein diesjähriger Auftritt auf dem Splash Festival. Und hier stimmt ja mal gar nichts. Erstens hört man ihn nicht mal richtig und er rappt nicht mal im Takt zu seinem Playback. Man kennt es ja von anderen Rappern, damit die nicht mal im Takt auf dem Beat rappen können. Aber T-Lo schafft es wirklich nicht mal im Takt zu seinem Playback zu rappen. Okay, er sagt ja selber dazu, dass er Tontechniker verkackt hat und seine Kopfhörer ausgefallen sind. Trotzdem ist er live einfach kein guter Rapper und es sieht man auch in anderen Shows von ihm. Ja, sie putzt mir halt in die Zähne. Viel zu wenig trinken führt zu viele Probleme. Ja. Wenn ich crash, ja, dann crash ich nicht alleine. Ja. Ich hab die Jungs da, ja, mit dabei. Ja. Wir sind so in love, dass es weht. Und dazu kommt noch sein extrem arrogantes Auftreten in der Öffentlichkeit. Zum Beispiel war er letztens auf der Glow und ich habe TikToks gefunden, wo Zuschauer berichtet haben, damit er seine Fans angepöbelt hat. Und dann hat er die Show ja auch mittendrin einfach abgebrochen und ist gegangen. Scheiß mal auf das Geld, ich will weg. Ey, nein, Tilo, komm! Ich habe die ganze Zeit nicht umsonst geschrien! Dieses arrogante Auftreten zeigt er aber nicht nur seinen Fans gegenüber, auch vor Beamten und Polizisten macht er keinen Halt. Ich meine, okay, man kann ja von Polizisten halten, was man will. Ich bin von denen auch nicht der größte Fan. Aber ihnen ins Gesicht zu sagen, damit er im Monat ihr Jahresgehalt verdient, ist halt schon hart unangenehm. Ich habe da auch wirklich so den vorgeworfen, so von wegen so, und wie ist das, 7 Uhr morgens aufstehen, zur Arbeit gehen für 3000 Euro im Monat, ganz Land hasst euch so, keine Ahnung, Alter. Euer Kind wird wahrscheinlich auch gemobbt in der Schule, weil das Elternteil Polizist ist. Wie ist das so? So, wisst ihr, wie ich meine? Also so habe ich mit denen geredet. Und halt hin und wieder auch wirklich so Wörter wie Hurensöhne und Spastis, Knechte, Nuttensöhne und so. Abschließend will ich nur sagen, Tilo ist auf einem absoluten Höhenflug und ich hoffe, der Typ kommt irgendwann mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, bevor seine Karriere vorbei ist.